Leute, Leute, Leute. So manch einer in meinem Alter wird ja noch die Segeberger Zeitung kennen. Dort versucht man auch mal mit etwas Humor so etwas wie eine Glosse zu schreiben. Ja, das hat man sich bei den Großen abgeguckt. Klappt nicht so richtig, kriegt man nicht so richtig hin. Okay, dann schreibt man eben nicht den eigenen Namen drunter, sondern nimmt ein Pseudonym und nennt sich Eszetto. Eszetto. Hört sich ja schon mal ganz gefährlich an. Okay. Und dann kann man ja auch schreiben, was man will. Wenn man den eigenen Namen nicht unterschreibt, geht das. Muss doch nicht die Wahrheit sein. Ist doch gar nicht wichtig. Und man kann vor allen Dingen auf die, die man nicht so mag, na, sagen wir die, also halt nicht der SPD angehören oder dem engeren Kreis, da kann man dann auch mal richtig loslegen. Also, liebe Freunde von der Segeberger Zeitung, versucht es doch erstmal mit neutralen Berichten. Das wäre doch schon mal ein guter Anfang für eine gute Zeitung. Denn euch als schreibende Zunft und gerade als Heimatzeitung brauchen wir doch hier in der Region. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal einen richtig guten Weg findet, um auch wieder Leser zu bekommen. Tschüss, euer Uwe Adolf Gustav Paul Voss. Denn ich bin immer mit meinem ganzen Namen dafür, stehe dafür für ein, was ich sage und was ich schreibe. Ansonsten sagt Tschüss, Fossi.